Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zur Feier der Primiz am heutigen Hohen Pfingstfest. Herzlich willkommen dir, lieber Christoph, hier in der Pfarrkirche St. Katharina in Kohlscheid. Ein herzlicher Gruß gilt deinen Eltern, deiner Schwester, deinen Familienangehörigen und Freunden, den vielen, die heute gekommen sind, um dieses schöne Ereignis mit uns zu feiern. Vor 14 Tagen habe ich in der Gruppenleiterrunde der Pfadfinder davon erzählt, dass ich heute Morgen beschäftigt wäre. Und da sagten einige Gruppenleiter: Ach, der Christoph, der wird geweiht, mit dem sind wir ja zusammen in der Schule gewesen und haben viel Spaß gehabt. Und ich glaube, viele, die heute hier sind, verbinden etwas mit dir, lieber Christoph, mit deiner Lebensgeschichte. Du hast viel getan in der Bankergemeinde vor allen Dingen. Ich habe dich erlebt beim Durchführen einer Karnevalsparty, wo du für viel Stimmung gesorgt hast. Das sind schöne Ereignisse, Erlebnisse, die wir mit dir verbinden und sagen, das ist ein Mann aus dem Volk, das ist einer, der geerdet ist, der einer von uns, der sich hat in Dienst nehmen lassen. So wie wir es gestern gefeiert haben im Aachener Dom, unter dem Gedanken, die Liebe Christi drängt. Das ist es, was dich bewegt, auch heute in dieser Stunde, an diesem Tag der Primiz, wo du dich in den Dienst stellst der Verkündigung Gottes für die Menschen in der Welt. Und ich freue mich, dass wir heute wieder hier einige sind, trotz Corona-Ordnung, die mit dir feiern. Diese erste heilige Messe, die auch gekommen sind, um den Primizsegen zu empfangen und die dir den Rücken stärken für deinen Dienst in hoffentlich vielen langen Jahren, den Dienst am Reich Gottes, am Wort Gottes, das ausgelegt und erklärt werden will, und den vielen seelsorglichen Beiständen, die sich ergeben, jeden Tag neu. Dazu Gottes Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sie seien mit euch. Und mit deinem Geist. Der Beistand, den der Vater senden wird, er wird uns alles lehren. Er wird euch erinnern, so sagte Jesus seinen Jüngern, an all das, was ich euch gesagt habe. Er wird euch erinnern, dieses Lehren und Erinnern, es bleibt aber kein stures Zurückgehen auf das, was war, und um dort stehen zu bleiben. Dieses Erinnern aus der Kraft des Heiligen Geistes, es geht vorwärts. Hans Urs von Balthasar, ein Schweizer Theologe, der verglich diese Dynamik einmal mit dem Bild einer Quelle, vielleicht der Quelle des Lebens, wenn man so will. Je tiefer, je mehr man in diese Quelle des Lebens hineintaucht, umso stärker wird die Kraft, die uns da wieder heraussprudeln lässt, weitergehen lässt. In dieser kraftvollen Erinnerung feiern wir heute Pfingsten. In dieser kraftvollen Erinnerung tut's gut, auch nochmal bewusst auf die Taufe, auf die eigene Taufe zurückzublicken, sich zu erinnern, um aus dieser Kraft eben neu, gerade an diesem Hohen Pfingstfest, die Osterzeit zu beenden, neu aus dieser österlichen Freude hinauszugehen. Drum werde ich nun das Weihwasser segnen und uns damit in Erinnerung an unsere Taufe besprengen. Lasst uns beten. Herr, allmächtiger Gott, alles hat seinen Ursprung in dir. Segne dieses Wasser, mit dem wir nun besprengt werden. Es soll uns als Zeichen des Lebens und der Reinigung sein. Voll Vertrauen erbitten wir von dir,
die Vergebung unserer Sünden, damit wir mit reinem Herzen zu dir kommen können. Wenn Krankheit und Gefahren und die Anfechtungen des Bösen uns bedrohen, dann lass uns deinen Schutz erfahren. Gib, dass die Wasser des Lebens alle Zeit für uns fließen und uns Rettung bringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Excelsis Deo. Thank you.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis des heutigen Tages heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes, und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes als Gott lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen gab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten: Seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sende aus deinen Geist, und das Antlitz der Erde wird neu. Preise den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, überaus groß bist du. Du bist mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. Du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt. Wie zahlreich sind deine Werke, Herr! Sie alle hast du mit Weisheit gemacht. Die Erde ist voll von deinen Geschöpfen. Da ist das Meer so groß und weit, darin ein Gewimmel nicht zu zählen, kleine und große Tiere. Sende
Verbirgst du dein Angesicht, sind sie verstört. Nimmst du ihnen den Atem, so schwinden sie hin und kehren zurück zum Staub der Erde. Du sendest deinen Geist aus, sie werden erschaffen. Und du erneuerst das Angesicht der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Der Herr freue sich seiner Werke. Möge ihm mein Dichten gefallen. Ich will mich freuen am Herrn. Lesung aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth. Brüder und Schwestern, keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allem. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den Geist wurde er in der Taufe alle in einem einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie, alle wurden wir mit einem Geist getränkt. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Muss weg, ne?
Herr sei in deinem Herzen und auf deinen Lippen, damit du würdig und mit großer Freude sein Evangelium verkündest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem er die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem er die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Lieber Christoph, liebe Familie Glanz, lieber Rainer, liebe Kohlscheiderinnen und Kohlscheider, liebe Festgäste bei dieser frohen Prämitzfeier hier in St. Katharina. Zunächst möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen, um dir, lieber Christoph, zum Empfang der Priesterweihe zu gratulieren. Ich, ja, wir alle, denke ich, wünschen dir viel Kraft, viel Geduld und Einfühlungsvermögen, eine sanfte Bestimmtheit und Herzlichkeit und Freude und Frieden und vor allem das Feuer des Heiligen Geistes für deinen Dienst, den du heute mit dieser deiner ersten Heiligen Messe beginnst. Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gebeten hast, heute bei deiner Prämitzfeier hier in St. Katharina die Ansprache zu übernehmen. Es ist mir eine große Ehre, diesen Freundschaftsdienst für dich tun zu dürfen, und ich habe begeistert und gerne zugestimmt. Im ersten Moment war ich sehr in Versuchung, alle möglichen
glänzenden Anspielungen und Redewendungen in dieser Predigt mit einzubauen, die mir nur einfallen könnten. Aber ich habe der Versuchung widerstanden. Denn ich nehme an, dass du nicht nur in Münster und in Innsbruck schon alle erdenklichen Wortspiele mit deinem Nachnamen ertragen hast. Daher jetzt eine vollkommen glanzlose Primizpredigt, damit du allein glänzen kannst und noch mehr Jesus Christus selbst, der ja dich und mich berufen hat, seinen Glanz wiederzuspiegeln, wie es Paulus im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth sagt. Wir verkünden nämlich nicht uns selbst, sondern Jesus Christus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten. Er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit aufstrahlt die Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Lieber Christoph, wenn ich zurückdenke an die 10 Jahre, die ich hier in Kohlscheid dich erlebt habe als Messdiener und Messdienerleiter, da fiel mir vor allen Dingen deine ansteckende Fröhlichkeit ein. Dein ganzes Wesen strahlt eine Freude aus, eine Freude am Leben, eine Freude am Glauben. Viele unvergessliche Messdienerfeiern und Aktionen und Fahrten hast du durch deine ja ganz eigene Weise und Art, durch deinen Witz und Schalk bereichert. Da kam schon mal aus heiterem Himmel ein Gedicht von deinem Lieblingsautor Heinz Erhardt, vorgetragen mit deiner unverwechselbaren Stimme und der entsprechenden Betonung. Eines dieser Gedichte möchte ich hier gerne zitieren, denn gerade dieses Gedicht hat sich mir unauslöschlich eingeprägt in meinem Gedächtnis. Und stets habe ich dabei dich vor Augen, wie du im alten Banker Pfarrheim stehst, eine Schar von begeisterten Messdienerinnen und Messdienern um dich herum, und wie du diese Verse rezitierst. Ich kann das nicht so gut wie du, aber ich will es trotzdem versuchen. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt ein Kabeljau. Da kommt ein Hai von ungefähr, ich glaube von links, ich weiß nicht mehr, verschluckt den Fisch mit Haut und Haar. Das ist zwar traurig, aber wahr. Das Meer ist weit, das Meer ist blau, im Wasser schwimmt kein Kabeljau. Unvergessliche Erinnerungen für mich. Ich habe jetzt nicht zugucken können, ich musste ja an den Text achten, aber ich glaube, hinter deinem Mundschutz hast du die Verse auswendig mitgesagt. Ich bin sicher, du kannst sie immer noch. Auch wenn die Gedichte von Heinz Erhardt mit viel Humor und einer großen Leichtigkeit daherkommen, ich empfinde sie nie als albern oder oberflächlich. Vielmehr finde ich viel öfter, als man es auf den ersten Blick vermuten kann, dass sie einen Tiefgang haben. Einen Tiefgang, über den es sich nachzudenken lohnt. Ich jedenfalls komme manchmal ins Nachdenken und mir fallen vielfältige Assoziationen ein. Einer dieser Gedankensprünge, die mir beim Erhardt-Gedicht über den glücklosen Kabeljau in den Sinn kamen, war eine Abschlussrede, die David Foster Wallace 2005, also in dem Jahr, als ich hier nach Kohlscheid kam, vor den Absolventen des Kenyon College in Ohio hielt. Weder den Herrn Wallace noch das Kenyon College muss man kennen, aber die Rede hat sich mir doch sehr eingeprägt. Wallace beginnt seine Rede mit einer ganz kurzen Parabel. Und vor allem diese Parabel hat wohl meinen Gedankensprung ausgelöst. Schwimmen zwei junge Fische des Weges und treffen zufällig einen älteren Fisch, der in die Gegenrichtung schwimmt. Er nickt ihnen zu und sagt: Moin Jungs, wie ist das Wasser? Die zwei jungen Fische schwimmen eine Weile weiter, und schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt: Was zum Teufel ist Wasser? Moin Jungs, was ist Wasser? Was zum Teufel ist Wasser? Ich finde die Geschichte treffend. Sie ist kurz und knackig, sie ist verstörend, sie stört auf. Ihre Pointe ist unerwartet und lässt einen aufhorchen und nachdenken. Ja, in der Tat.
Es kommt darauf an, nicht einfach so durchs Leben zu schwimmen, sondern die Dinge, die unser Leben bestimmen, Umstände, Zeiten, Gegebenheiten, Begegnungen, mich selbst und auch die anderen, wirklich wahrzunehmen. Gerade auch dann, wenn sie mir so fraglos und so selbstverständlich erscheinen, wie das Wasser, in dem die Fische schwimmen. Zum einen, weil unsere Wahrnehmung immer nur gemäß der eigenen persönlichen Perspektive erfolgt und damit zwangsläufig immer begrenzt ist, weil unsere Perspektive immer begrenzt ist. Und zum anderen versetzen wir uns viel zu wenig in die Lage von anderen Menschen hinein, sonst würden wir oftmals viel schneller verstehen, warum jemand zum Beispiel gerade ungehalten oder ängstlich oder gestresst ist. Als Beispiel für die erste Tatsache, das heißt für unsere Wahrnehmung, die durch unsere eigene Sichtweise begrenzt ist, führt Wallace eine lustige Geschichte an. Sitzen zwei Männer in einer Bar irgendwo in der Wildnis von Alaska. Der eine ist religiös, der andere Atheist. Und die beiden diskutieren über die Existenz Gottes mit dieser eigentümlichen Beharrlichkeit, die sich nach dem, sagen wir mal, vierten Bier einstellt. Sagt der Atheist: Pass auf, es ist ja nicht so, dass ich keine guten Gründe hätte, nicht an Gott zu glauben. Es ist nämlich nicht so, dass ich noch nie mit Gott oder Gebeten experimentiert hätte. Letzten Monat erst bin ich weit weg vom Camp in so einen fürchterlichen Schneesturm geraten. Ich konnte nichts mehr sehen, habe mich total verirrt, 40 Grad unter Null. Und da habe ich es gemacht. Ich habe es probiert. Ich bin im Schnee auf die Knie und habe geschrien: Gott, wenn es dich gibt, ich stecke in diesem Schneesturm fest und sterbe, wenn du mir nicht hilfst. Der religiöse Mann in der Bar schaut den Atheisten ganz verdutzt an. Na, dann musst du doch jetzt an ihn glauben, sagt er. Schließlich sitzt du quicklebendig hier. Der Atheist verdreht die Augen, als wäre der religiöse Typ der letzte Depp. Quatsch, Mann. Da sind bloß zufällig ein paar Eskimos vorbeigekommen und haben mir den Weg zurück ins Camp gezeigt. Unsere Wahrnehmung der Dinge, der Umstände, der Zeit, der Gegebenheiten, von uns selbst und von anderen, liegt nicht so sehr daran, wie diese Dinge tatsächlich sind, sondern viel zu oft oder immer sogar, wie sie uns erscheinen. Manchmal sogar, wie wir sie sehen wollen. So nach dem Motto: Was nicht sein darf, das kann nicht sein. Was ich nicht wahrhaben will, das kann auch nicht wahr sein. In seiner Rede meint David Foster Wallace, dass es meistens die offensichtlichsten, allgegenwärtigsten und wichtigsten Tatsachen sind, die am schwersten zu erkennen sind und dann auch zu begreifen sind, weil wir sie gar nicht mehr wahrnehmen, weil sie schon so normal, so unhinterfragt sind. Moin Jungs, wie ist das Wasser? Was zum Teufel ist Wasser? Lieber Christoph, liebe Schwestern und Brüder, machen wir uns ein paar Gedanken über das Wasser. Wie ist das Wasser so, in dem wir schwimmen? Konkret heute am Tag deiner Prämiz meine ich damit, wie ist die Situation der Kirche, in die du, Christoph, gestern als Neupriester hineingeweiht wurdest und heute mit deiner Prämiz in deinen neuen Dienst und deine neue Verantwortung hineinsteigst. Ich habe mich zurückerinnert an meine eigene Zeit. 1992, lang ist es her, habe ich mich nach meiner Banklehre, meiner kurzen Zeit als Bankkaufmann beim Bistum Aachen gemeldet, weil ich spürte, dass ich Priester werden wollte und sollte. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit Georg Weigel, dem damaligen Direktor des Leoninums, das war zu der Zeit das Aachener Studienhaus in Bonn, und mit Dr. Stefan Emmons, dem damaligen Ausbildungsleiter unseres Bistums. Wir sprachen über mich, meine Familie, meinen Werdegang, meine Motive und über das Theologiestudium, die Kirche, einige Priester im Bistum Aachen. Am Ende meinten sie, ob ich noch Fragen an sie hätte, und ich fragte: Wohin entwickelt sich die Kirche? Wie wird mein Leben als Priester aussehen? Was hat ein Pfarrer in der Kirche von morgen zu tun?
Weigel und Emmons sagten mir damals, dass sie mir zwar erklären könnten, wie die Kirche und das Priestertum im Moment aussehen, das heißt vor fast 30 Jahren, dass sie es aber nicht wagen würden, eine Prognose abzugeben, wie sich die Kirche entwickeln würde. Ja, sie könnten nicht einmal sagen, was in der Zeit meines Studiums, also in den nächsten 5 Jahren, zu erwarten wäre. Ich fand die Antwort sehr bezeichnend damals. Trotzdem hat mich diese gewisse Ungewissheit nicht beunruhigt. Ich habe dennoch mit Zuversicht und mit großem Gottvertrauen mein Studium begonnen. Und nach wie vor bin ich gerne Priester und meine Begeisterung nimmt nicht ab, sondern sie wächst eher noch. Aber ich habe diese Antwort von damals nicht vergessen. Ich würde sagen, dass die Ungewissheit im Blick auf die Zukunft der Kirche nach wie vor vorhanden ist. Vielleicht ist sie sogar noch ein bisschen ungewisser geworden. Manche Entwicklungen geschehen noch schneller, sind noch unvorhersehbarer. Wer hätte mit Corona gerechnet zum Beispiel? Und all dem, was dadurch nicht mehr möglich oder gerade erst wohl möglich geworden wäre. Auch ich habe keine Glaskugel, mit deren Hilfe ich genau vorhersagen könnte, was dich erwartet, wenn du als Pfarrer in Verantwortung in deine erste Gemeinde einsteigen wirst. Ich kann nicht in der Glaskugel alles genau erkennen. Aber dennoch meine ich, schämend und Umrisse entdecken zu können. Einige, die mich nachdenklich und manchmal sogar traurig stimmen, und viele andere, die mir Mut und Kraft geben, meine unerschütterlichen Hoffnungen stärken und mir Freude an meinem Dienst schenken. Ich will einige dieser Dinge nennen, um zu beschreiben, wie das Wasser ist, in dem wir schwimmen. 3 Dinge, die mir etwas Sorgen machen und 4, die mich mit Freude erfüllen. Zunächst, was mich beunruhigt. Das sind zum Beispiel die Missbrauchsskandale. Nicht die Tatsache, dass Menschen schwach werden und in Sünde fallen, beunruhigt mich. Das sehe ich bei jedem Menschen und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Aber der Umgang mit der persönlichen Schuld, manches Verhalten von Vorgesetzten, die manchmal fehlende Zuwendung zu den Opfern und auch die Reaktion in Presse und Öffentlichkeit, das ist es, was mich traurig stimmt. Mit Sorge schaue ich auch auf manche Spannungen innerhalb unserer katholischen Kirche. Gerade im Zusammenhang mit dem synodalen Weg in Deutschland bekomme ich manchmal den Eindruck, dass manche Themen, Zölibat, Frauenpriestertum oder jüngst die Frage nach der Segnung homosexueller Paare, zu echten Zerreißproben für die Einheit der Kirche werden. Ich bete dafür, dass es nicht zu einer Spaltung kommen werde. Und ich rufe dich, ich rufe euch alle auf, ebenfalls inständig zu beten, vielleicht gerade jetzt auch, während ich hier spreche und ihr vielleicht schon abgeschaltet habt, betet für die Einheit der Kirche. In unserem Bistum Aachen stecken wir zudem mitten im Heute-bei-dir-Prozess, der helfen soll, einen guten Weg in die Zukunft zu finden und zu gehen. Wie viele warten vor allem gespannt auf die Antwort auf Fragen wie: Wie werden sich unsere Gemeinden verändern? Welche Strukturen werden sie haben? Wie wird Leitung in der Diözese Aachen aussehen auf den unterschiedlichen Ebenen? Auch ich bin neugierig, wie diese Fragen gelöst werden. Aber was mir persönlich vor allem Sorgen macht, ist mein Eindruck, dass der Prozess immer noch nicht wirklich die geistliche Dimension und Tiefe erreicht hat, die Bischof Helmut zu Beginn gewünscht hat und die ich selber für unerlässlich halte. Mögen die Antworten am Ende noch so wunderbar sein, wenn sie nicht aus dem Gebet erwachsen, wenn ihnen der Heilige Geist fehlt, wenn es rein menschliche Überlegungen bleiben, dann werden sie nicht mehr sein als Silvesterraketen oder ein Strohfeuer. Das sind 3 von den Schemen und Umrissen, die mich unruhig machen. Ich sage bewusst nicht, dass sie mir Angst machen, denn Angst habe ich nicht. Ich habe keine Angst im Blick auf die Zukunft, im Gegenteil. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Heilige Geist, den wir heute an Pfingsten feiern, seine Kirche niemals verlässt. Darum lasse ich den Mut auch nicht sinken und arbeite mit ungebrochener Freude und Begeisterung im Weinberg des Herrn weiter.
Beim Nachspüren und Überlegen, wie das Wasser ist, entdecke ich auch viel, was mir Hoffnung und Zuversicht macht. Und das ist weit mehr und hat für mich wesentlich größere Bedeutung. Ich erlebe eine großartige ökumenische Freundschaft und Zusammenarbeit. Schon hier in Kohlscheid haben wir tolle gemeinsame Aktionen gemacht, bei denen sich die katholischen und evangelischen Gemeinden gemeinsam beteiligt haben. Jetzt in meiner Zeit in Eschweiler erlebe ich noch einmal eine Steigerung davon. Im ökumenischen Dialog sind nicht nur die beiden großen Kirchen, die evangelische Landeskirche und die römisch-katholischen Gemeinden, sondern auch zwei evangelische Freikirchen engagiert. Und mit ökumenischem Dialog meine ich weit mehr als miteinander zu diskutieren. Projekte wie der Alpha-Kurs und das Gebetskraftwerk, die mir beide sehr am Herzen liegen, aber auch die Nacht der offenen Kirchen, die großen gemeinsamen Gottesdienste zum Musikfestival oder während des letztjährigen Corona-Lockdowns im Autokino, Weihnachten anders, die ökumenische Studienreise, gemeinsames Engagement für Flüchtlinge und vieles andere mehr, all das sind Projekte, die etwas deutlich spürbar werden lassen. Sie sind unübersehbare Zeichen für das, was schon Jesus selbst im Abendmahlsaal erbeten hat, dass alle eins sind, damit die Welt glaubt. Diese Worte hatte sich Bischof Klaus Hämmerle zu seinem Bischofswahlspruch genommen. Und ich erlebe ihre Wahrheit und Kraft von Tag zu Tag mehr. Wenn wir als Christen, als Kinder des einen Vaters im Himmel in Freundschaft zusammenstehen, werden wir ein Zeichen für die Menschen sein, das niemand übersehen oder missverstehen kann. Und durch dieses Zeichen und Zeugnis der Einheit wird die Welt, werden die Menschen nah und fern neu zum Glauben an Jesus Christus finden. Davon bin ich überzeugt und ich habe es auch schon konkret erlebt. Ein zweiter Silberstreif am Horizont und weit mehr als das, wie ich finde, ist für mich die Erfahrung, dass es viele neue Aufbrüche in der Kirche gibt. Gerade in den letzten Jahren habe ich viele großartige Ideen und Ansätze kennengelernt, wie Kirche von morgen gelingen kann. Nicht als Menschenwerk, sondern als Reich Gottes, das er Gott aufbaut, indem er mich und dich, Christoph, und uns alle in Dienst nimmt und durch seinen Heiligen Geist lenkt. Ich habe James Mellon kennenlernen können, ein Priester aus dem Bistum Halifax in Kanada, der mich mit seinen Gedanken angesteckt hat, die er vor allem in seinem Buch Divine Renovation beschreibt. Sie ähneln durchaus den Ausführungen von Michael White und Tom Corcoran in ihrem Buch Rebuild. Auch habe ich viel über die Überlegungen von Sherry Waddell nachgedacht, wie eine echte Jüngerschaft heute zu verstehen und zu leben ist. Ich bin mir durchaus bewusst, dass all das Ideen aus Nordamerika sind. Und mir ist klar, dass sie nicht eins zu eins hier in unseren Breiten umsetzbar sind. Aber dennoch können wir sie in unsere Verhältnisse und für unsere Bedürfnisse übersetzen und anwenden. Und mir ist bisher noch nichts untergekommen, das mir so praktisch und so wegweisend und vielversprechend erscheint, wie gerade diese Menschen und ihre Bücher. Es begeistert mich, gemeinsam mit anderen diese Gedanken auch für uns hier vor Ort in Deutschland im Bistum Aachen auszuprobieren und umzusetzen. Dabei gibt es viele kleine Hilfsmittel, die ich mit wachsendem Erfolg schon in meinem heutigen Dienst anwende. Ich denke vor allen Dingen an den Alpha-Kurs, den wir in Eschweiler ökumenisch und mit viel Erfolg durchführen. Der Alpha-Kurs richtet sich an langjährige Christen ebenso wie an Menschen, die bisher noch nichts von Jesus wissen. Typisch für den Alpha-Kurs sind einerseits die freundschaftlich-familiäre Atmosphäre und andererseits die sehr ansprechend gemachten Videoimpulse, die zu einem tiefen Gespräch und Austausch anregen, was alle Beteiligten bereichert. Darüber hinaus gibt es weitere Glaubenskurse, Schulungen, mit denen ich noch Erfahrungen sammeln möchte. Neulandkurs, CAT-Kurs oder die Schulung über das Wirken des Heiligen Geistes heute. Bis letzte Woche habe ich mit einigen Freunden von unserem Gebetskraftwerk eine Jüngerschaftsschulung durchgeführt, die mir selber viele fantastische neue Einblicke in meine eigene Nachfolge Jesu gebracht hat und die ganz sicher nicht die letzte solche Schulung gewesen ist. Noch ein letztes Beispiel aus dem bunten Blumenstrauß voller hoffnungsvoller Erfahrungen, die ich machen darf. Seit meiner Kindheit liebe ich Musik. Meine Mathehausaufgaben habe ich am liebsten zu den Songs von U2 oder The Cure oder Depeche Mode gemacht.
Bis heute lasse ich fast immer Musik laufen, wenn ich am Schreibtisch sitze. Und ich ärgere mich, wenn es mit meinem Computer nicht so klappt, wie das in den letzten Tagen manchmal war. In den letzten Jahren sind mir dabei immer mehr die ganz modernen Worship-Lieder ans Herz gewachsen. Sowohl die englischen, aber fast noch mehr die deutschen Anbetungs- und Lobpreislieder. Es fasziniert mich, wie sich viele, vor allem junge Menschen, durch diese Lieder mit ihrer modernen Musik und ihren zutiefst christlichen Texten für den Glauben und für Jesus Christus begeistern lassen. Ich habe das zum Beispiel durch das Augsburger Gebetshaus festgestellt, aber auch bei verschiedenen christlichen Festivals oder bei vielen ganz unterschiedlichen Gottesdienstformaten. Ich werde nie vergessen, wie ich bei der Taufe einiger junger Menschen, Jugendlicher und junger Erwachsener, dabei sein konnte. Sie stiegen ganz in ein Wasserbecken hinein und wurden kurz untergetaucht. Als sie wieder hochkamen, reckten sie mit einem Jubelruf die Hände in die Luft und zeigten stolz ihre durchnässten T-Shirts, die allesamt den Aufdruck trugen: Ich habe mich entschieden. Wie großartig wäre es, dachte ich, wenn auch die Firmlinge in unseren Gemeinden mit heiligem Stolz solche T-Shirts tragen könnten. Ja, ich erlebe vielversprechende Aufbrüche, die mir deutlich zeigen, dass Gott auch heute wirklich wirkt und durch uns, wenn wir uns ihm ganz übergeben, wirken wird. Lieber Christoph, liebe Schwestern und Brüder, wo geht die Kirche hin? Wie wird dein Dienst als katholischer Priester in der Kirche der Zukunft sein, lieber Neupriester? Wie ist das Wasser? Und wie wird es morgen sein? Eine konkrete Antwort mit hundertprozentiger Erfolgsgarantie kann ich nicht geben, vermutlich auch sonst niemand. Aber ich habe versucht, ein wenig von dem zu erzählen, was mich selbst beschäftigt, was mir zu denken und zu beten gibt, was mich bedrückt, aber auch was mir Hoffnung macht und mich begeistert. Ich habe mich bemüht, etwas von dem Wasser der Kirche heute zu erzählen, so wie ich es wahrnehme. Mit manchen drohenden Raubfischen und Eisbergen, aber auch mit wunderschönen Korallenriffen und wachsendem lebendigen Schwärmen. Das ist das Wasser, in dem wir alle schwimmen und in dem du durch deine Priesterweihe nun auch nicht nur als Fisch, sondern auch als Menschenfischer berufen und eingesetzt bist. Lieber Christoph, ich bin fest überzeugt, der Geist Gottes wirkt immer noch in seiner Kirche. Heute am Pfingstfest denken wir ganz besonders an ihn. Darum lasst uns heute neu die Türen und Fenster unseres Herzens aufreißen und ihn einladen, kraftvoll durchzupusten, Staub aufzuwirbeln und die Glut des Glaubens neu zu entfachen. Das gilt für dich, Christoph, und für mich. Das gilt aber auch für jede und jeden Einzelnen. Denn wir alle, jeder und jeder Einzelne, sind von Gott berufen und begabt, sein Reich aufzubauen und den Glauben im Alltag mit Entschiedenheit und Überzeugung zu leben. Du hast für dich diesen Gedanken gefunden in dem Wort des Völkerapostels Paulus in seinem zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth: Die Liebe Christi drängt. Der Text, in dem dieses Zitat steht, ist so wunderbar, dass man stundenlang darüber sprechen könnte, aber das zu tun würde den Rahmen dieser Predigt völlig sprengen und deswegen sehe ich für heute davon ab. Aber ich bin überzeugt, ganz sicher hast du, lieber Christoph, diesen Text schon oft in dein persönliches Gebet genommen, hast ihn meditiert und Gottes Anspruch an dich darin gefunden. Und dazu lade ich alle ein, diese Verse aus dem 5. Kapitel des 2. Korintherbriefs ebenso ins persönliche Gebet zu nehmen. Sie sind nicht nur für Neupriester, sondern für jeden Christen unerschöpflich reich an Zuspruch und Ansporn, Vollmacht und Aufgabe, Trost und Kraftquelle und Sendung. Ich weiß, dass ganz viele Christen in ihrem Gebet den Himmel bestürmen, dass Gott Veränderung und neues Leben in seiner Kirche ermögliche, dass er durch seinen Geist, wie wir im Pfingsthymnus singen, die Kirche erneuern möge. Was befleckt ist, wasche rein, Dürren gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit. Diese Erneuerung der Kirche wird nur so gehen,
wie es in dem bekannten Gebet heißt, Herr, erneuere deine Kirche und fang bei mir an. Eine neue, lebendige, wachsende, frohmachende und geistreiche Kirche werden wir nur erleben und aufbauen, wenn wir selbst uns erneuern, wenn wir selber mit Entschiedenheit und Gottvertrauen uns selbst und unser eigenes Leben neu auf Gott ausrichten. Nicht nur ein bisschen, nicht nur für eine Stunde am Sonntag oder bei deiner Primizfeier heute, sondern ganz und gar, jeden Tag, jeden Augenblick. Ich spüre bei mir selber, wie viel Luft nach oben da noch ist. Aber ich erlebe auch, dass es tatsächlich schon wirkt. Je mehr ich mich selbst bekehre, je mehr ich wirklich ganz auf die Führung durch den Geist Gottes vertraue, desto mehr entdecke ich Aufbrüche und Begeisterung. Desto mehr erlebe ich mich selbst und bei anderen eine entscheidende Bereitschaft, eine entschiedene Bereitschaft und die echte, frohmachende Erfahrung der Auferstehung, ganz konkret in ihrem Alltag. Ich glaube, jetzt habe ich genug von Wasser gesprochen, in dem wir schwimmen, von den Gefahren und vor allen Dingen von den großartigen Möglichkeiten und einem Leben in Fülle, das dieses Wasser ermöglicht. Lieber Christoph, liebe Schwestern und Brüder, ich möchte schließen mit einem weiteren Gedicht, das diesmal nicht vom Großmeister Heinz Erhardt stammt, sondern von einem seiner Fans. Es handelt nicht von Wasser und auch nicht von Fischen. Die Menschen aus Bank werden es vielleicht noch im Ohr haben, denn diese ulkigen Zeilen aus der Feder unseres Primizianten wurden und werden noch heute, ich weiß es nicht, bei den Messdienersammlungen am Gründonnerstag von den Kindern und Jugendlichen mit großer Begeisterung vorgetragen. Hier die fröhlichen Reime von Christoph Glanz, die bei so vielen Menschen, an deren Haustüren die Messdiener klingeln, ein heiteres Lächeln hervorgerufen haben. Am Tage vor Jesu Leid stehen wir Messdiener wie immer bereit. Wir sind gekommen, um ihnen zu sagen, habt viel Freude an diesen Ostertagen. Wir würden uns recht herzlich freuen über eine Spende, die sie nicht bereuen. Wir freuen uns auch über Süßigkeiten oder andere Osternettigkeiten. Die bekommen Sie sicher nebenan im Lidl, dort wenden Sie sich bitte an Verkäufer Friedel. Wir wollen aber keine Bananen. Amen. Bekennen wir unseren Glauben und sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Ohne Gottes Geist wissen wir nicht, worum wir in rechter Weise bitten sollen. So bitten wir um die Kraft, die unsere Anliegen zur Fürbitte verwandelt. Komm herab, du Heiliger Geist, zu denen, die das Leben hart trifft, und segne die, die zu ihnen halten. Bleibe bei denen, die nicht mehr zur Ruhe kommen und die sich überfordern. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm herab, du Heiliger Geist, und schenke dieser zerrissenen Welt rettende Einfälle, den Machthabern die Fantasie zu Gesten des Friedens,
den Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern deine Weisheit und einen klaren Blick. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm herab, du Heiliger Geist, zu allen, die dich gleichgültig und misstrauisch geworden sind, erwartungslos und träge, unnahbar und lebensmüde, und belebe die Ausgebrannten. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm herab, du Heiliger Geist, zu allen Suchenden, zu allen, die die Sprache des Glaubens nicht mehr verstehen. Schenke Worte und Gesten der Vergebung in verfahrenen Situationen und stille den Durst nach einem erfüllten Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm herab, du Heiliger Geist, entfache das Feuer des Glaubens neu und belebe deine Kirche. Lass sie ehrlich zu ihrer Lehre und Ratlosigkeit stehen und von dir alles erwarten. Wir bitten dich, erhöre uns. Komm herab, du Heiliger Geist, in das Leben der Toten. Lass sie Frieden und Heimat finden in dir. Und berühre die Trauernden, damit sie neuen Lebensmut fassen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du bist uns nahe in deinem Geist. Gib dich auch unserer Zeit zu erkennen. Komm und bleibe in uns wohnen. Dir sei Dank und Lobpreis, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus seiner Hand, zum Lob und Tun seines Namens, zum Segen und seine ganze Weise heilige. Allmächtiger Gott, erfülle die Verheißung deines Sohnes, sende uns deinen Geist, damit er uns in die volle Wahrheit einführt und uns das Geheimnis dieses Opfers immer mehr erschließt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben es bereit. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, im und überall zu danken und diesen Tag in festlicher Freude zu feiern. Denn heute hast du das österliche Heilswerk vollendet. Heute hast du den Heiligen Geist gesandt über alle, die du mit Christus auferweckt und zu deinen Kindern berufen hast. Am Pfingsttage füllst du deine Kirche mit Leben. Dein Geist schenkt allen Völkern die Erkenntnis des lebendigen Gottes und vereint die vielen Sprachen im Bekenntnis des einen Glaubens. Darum preisen dich alle Völker auf dem Erdenrund in höchster lieblicher Freude. Darum rühmen dich die himmlischen Kräfte und die Mächte der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade.
Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist in Feuerzungen auf die Jünger herabkam. Und wir bitten dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod und deine Königin und deine Auferstehung sei mit dir. Bis zu Gottes Herrlichkeit. Ach, ungütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Darum, gütiger Vater, er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit der heiligen Katharina, der heiligen Barbara, dem heiligen Matthias und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener, unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Helmut und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösung.
Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. In diesem Geist dürfen wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, mächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit, ewig und Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Leib Christi, schenke uns ewiges Leben. Thank you.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast deine Kirche mit himmlischen Gaben beschenkt. Erhalte ihr deine Gnade, damit die Kraft aus der Höhe, der Heilige Geist, in ihr weiterwirkt und die geistliche Speise sie nährt bis zur Vollendung. Darum bitten wir, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nehmen Sie einen Augenblick Platz. Wir sind nun am Ende dieser Prämitzfeier angelangt und ich darf herzlich danken Ihnen allen, die Sie mitgefeiert haben. Vor allem möchte ich dir jetzt, lieber Christoph, ein kleines Geschenk überreichen. Das Geschenk unserer Gemeinde, das dich sicher auch in Zukunft mit Christus, unser Friede, besonders verbinden wird. Es ist eine Stola, die du dann auch in deinem Dienst tragen wirst. Du hast mir erzählt, dass du mit deinem treuen Weggefährten, dem Collie-Hund, unterwegs bist und dass du auf die Art und Weise mit den Menschen in Mönchengladbach sehr gut ins Gespräch kommen kannst. Möge dir diese Freude am Dienst, an der Begegnung mit den Menschen erhalten bleiben, vor allen Dingen aber auch die Freude am Gottesdienst feiern. Das, was wir auch zum Teil jetzt in dieser Corona-Zeit so bitter vermisst haben, das ist der Dienst des Priesters. Der Dienst für die Gemeinde und mit ihr. Dazu möchte ich dir jetzt diese Stola überreichen, die du dann auch nachher beim Segen tragen wirst. Danken möchte ich aber auch allen, die dazu beigetragen haben, dass wir heute so festlich feiern konnten. Den Küstern, die die Kirche so wunderbar ausgeschmückt haben, den Ministranten und Lektoren, die extra noch einmal geprobt haben, um den Dienst heute würdig tun zu können, und vor allem dem Kirchenchor unter der Leitung von Simone Falcone, die uns wunderbar musikalisch heute hier den Gottesdienst gestaltet haben. Ihnen allen einen herzlichen Dank für diesen festlichen Tag und wir werden ihn ausklingen lassen später mit einer Gratulation draußen vor der Kirche. Ja, auch meinerseits herzlichen Dank, lieber Rainer, danke auch. Für dieses wunderbare Geschenk. Ich werde es jetzt noch nicht öffnen, das tue ich gleich direkt im Anschluss und werde diese Stola dann auch zum Prämitz-Segen tragen, zu dem ich Sie alle ganz herzlich einlade, den Einzelprämitz-Segen von mir zu bekommen. Ich werde mir, weil es da ja üblich ist, jedem die Hände aufzulegen, werde ich mir zwischen jeder Handauflage gründlich die Hände desinfizieren. Genau, ich werde Maske tragen. Wem es dennoch zu heikel ist, das kann ich nachvollziehen. Also es bleibt eine herzliche Einladung dazu. Genau. Ja, nochmals meinerseits herzlichen Dank. Die Dankeslitanei hat Rainer schon übernommen. Deswegen halte ich mich mit einem Dankeschön diesmal kurz. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der gütige Gott hat am heutigen Tag die Jünger durch die Eingießung des Heiligen Geistes erleuchtet. Er segne euch und schenke euch den Reichtum seiner Gaben. Amen. Jenes Feuer, das in vielen Zungen auf die Jünger herabkam, reinige eure Herzen und entzünde in euch die göttliche Liebe. Amen. Der Heilige Geist, der die vielen Sprachen im Bekenntnis des Glaubens geeint hat, festige euch in der Wahrheit und führe euch vom Glauben zum Schauen. Amen. Das gewähre euch, der dreieinige Gott,
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in den Frieden. Halleluja, Halleluja. Danke Gott, Herr. Halleluja, Halleluja. Halleluja.